Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem nun wirklich letzten Special Pack Opening hier bei Because Gaming is Fun. Ich habe es in der letzten NHL-Folge schon angekündigt, ein Pack Opening muss noch sein. Es gibt ein neues Team of the Year vom Rest der Welt. Das möchte ich, also da möchte ich speziell einen Spieler von haben, nämlich den guten Kevin Clark der Hamburg Freezers. Ist das geil? Der hat es ins Team des Jahres geschafft. Den hätte ich echt gerne, auch wenn er nicht der Beste ist. Das interessiert mich kein Stück. Ja, und darum, ich habe uns nochmal rund 200.000 Münzen organisiert. Es gibt ein Special Pack für 60.000 Münzen mit 12 seltenen Spielern drin. Ich werde es vermutlich bereuen, das zu nehmen, aber eins davon werde ich nehmen. Wir verlassen uns jetzt auf unser Glück, hoffen ein wenig und werden sehen, was wir da drin bekommen. Drück mir die Daumen. Ich hätte gerne, ja, was Geiles. Und da ist ein Team des Jahres. Nice. Alles klar. Murphy von den Växjö Lakers. Ist gar nicht mal verkehrt. 88 Skating, 82 Schuss, 88 Hand, 81 Check, 82 Verteidigung. Der ist gar nicht mal verkehrt. Bringt auch gut 10.000. Gut. Bringt 10.000. Wenn ihr mal seht, was der Rest hier so bringt, haben wir ein arges Verlustgeschäft gemacht mit diesem Pack. Aber gut. Ne? Warte mal. Der bringt 10.000 und im Schnitt bringt er 11.700. Was? Ja, gut. Ne? Dann können wir den ja schnell verkaufen. Wow. Oder packen wir ihn ins Team? Nee. So einen brauchen wir nicht im Team. Das ist jetzt ernüchternd. Team des Jahres schnell verkaufen, damit man noch kein größeres Verlustgeschäft macht. Wow. Gut, ich würde sagen, von denen lassen wir unsere Finger weg und wir steigen wieder um auf die 17.500er Packs. Mit denen hatten wir ja bisher immer am meisten Glück. So. Da kommt dann auch schon das Pack. Nein, noch nicht. Jetzt. Und wir kriegen nichts sonderlich Gutes. Wow. Nash. Kann das nicht ein guter Nash sein? Meine Güte. Also das Pack-Glück ist auf jeden Fall mit uns. Ja, auf jeden Fall 21.000. Läuft bei dir. Also ich werde wieder Cut setzen, wenn ich Sachen verkaufe. Schade, die 60.000 waren jetzt echt leider ein bisschen rausgeschmissen. Linker Flügel auf rechter Flügel, die ist nice. Der Rest kann schnell weg. Eieieiei. Ja, im Ultimate Team Modus stehen wir jetzt mit dem Rücken zur Wand. Wir haben noch zwei Spiele, brauchen noch vier Punkte. Nee, stimmt gar nicht, wir brauchen drei Punkte. Oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, wir brauchen vier Punkte. Also das wird richtig eng. Und in dem Pack haben wir nicht einen seltenen Spieler. Wow. Wow. Alter, das ist ja mal ein richtiges Dreckspack. Alter Schwede, what the fuck? Geil! Nicht. Eieieiei. Also, Pack Opening ging gut los mit dem Team of the Year Spieler, der leider nichts konnte. Jetzt ist aber deutlicher Steigerungsbedarf da. Alter Schwede. Alter Schwede, du. So, komm, wir machen ein No-Look-Pack. Ich guck nicht hin. Warte, dass alles aufgedeckt ist. Das ist
Jetzt der Fall und ja. Ja. Bullshit! Boah, ey, was denn heute los? Das ist ja ein Witz, was da heute drin ist. Alter Schwede, du. Was ist das? Mal checken. Ah, doch, da waren ja doch noch zwei akzeptable Karten drin. Aber trotzdem. Ich möchte geile Spieler in meinen Packs haben, nicht geile Verbrauchsobjekte. Aber Kinder mit dem Willen, wa? So, nächstes Pack. Komm, EA. Komm. Jetzt mal ein bisschen Glück. Das Pack kommt. Und das sieht schon wieder nicht gut aus. Alter, 86 Smith und 85 Little. Damit kann man doch nichts anfangen. Lansky. Die mögen uns heute nicht. EA möchte mir keinen Gefallen tun. Oh fuck, mein Tauschstapel ist ja schon voll. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, melde ich mich gleich wieder. Wir sehen uns. So, da sind wir dann auch wieder. Und ja, ich habe ein bisschen wieder was verscherbelt. Und wir machen das nächste 17.500er Pack auf. Und wir haben ja aus den letzten Pack-Openings Erfahrung, dies wird mal wieder ein Trinkpack. Prost, Leute. Ich wollte mich schon freuen. Aber ein 78er Tacosta, Man of the Match, schade. Das ist leider nicht so die Bombe. Also der ist ein guter Spieler, keine Frage. Aber ich glaube, letztes Mal habe ich ihn auch schnell verkauft, weil man keine Kohle für den bekommen hat. Ja, mit dem können wir nichts anfangen. Durchschnittlich 5800. Ja, für 5850 kriegt man ihn schnell verkauft. Heißt, wir werden ihn wohl auch dieses Mal wieder schnell verkaufen. Meine Güte, ist sowas ärgerlich, ey. Mann. So, Verträge. Nein, auf den Tauschstapel wollen wir ihn packen. Dich auch. Dich auch. Und das kann leider schnell verkauft werden. Boah, wie ärgerlich, ey. So ein Dacosta. Ah. Warum ist überhaupt noch Man of the Match? Den hatte ich vor 2 Wochen oder sowas im Pack Opening, glaube ich schon. So. Komm, Augen sind zu, ich sehe nicht, was kommt. Lass jetzt nochmal was Geiles drin sein. Irgendwie zum Abschluss ein Jonathan Taves oder sowas. Die Karten sind da, ich gucke. Stall. Mann, ey, aber mit Packs haben wir heute echt kein Glück. Beziehungsweise, das stimmt ja nicht. Wir hatten ein Team of the Year und wir hatten ein Dingenskirchen hier. Man of the Match. Das sind echt keine schlechten Packs eigentlich. Nur die Hochkaräter fehlen, die Kohle bringen. So, ich muss wieder verkaufen. Der Tauschstapel ist schon wieder voll. Wir sehen uns gleich. So, und weiter geht's. Wir wollen die nächsten Packs aufmachen.
Hab wieder ordentlich Verträge verscherbelt. Die bringen echt viel Kohle ein. 550 kriegen wir zurzeit pro Vertrag. Das sind ja, 2500 ungefähr pro Pack dann. Ey, aber Spieler, pff, da wollen sie mir heute nichts Gutes geben. Boah, 500 Münzen Bonus. Das war's aber auch. Das Trikot der Mighty Ducks. Das ist nice, aber der Rest ist echt schon wieder zum Vergessen hier. Meine Güte. So, komm, auf den Tauschstapel, auf den Tauschstapel, auf den Tauschstapel. So, mit denen kann ich nichts anfangen. Rest kann weg. Eieieiei. Das ist echt nicht gut, was wir heute kriegen. Und die Münzen schwinden und schwinden. Ohne, dass wir geilen Shit bekommen. Komm, ein geiler Spieler muss doch jetzt mal sein. Bitte. Yay. Anaheim Ducks Trikot, Münzenbonus und Bullshit. Boah, ey. Alter Schwede, du. Ja. Brauchen wir wieder die Verträge von und das war's. Meine Güte, du. Rest kann weg für 4000 Münzen. Überlegt euch das mal. Wir zahlen 17.500 dafür, kriegen 4.000 zurück, plus die 2.000, die wir vielleicht für die Verträge kriegen. Aber machen wir 11.000... Nee, 60.000 wollte ich nicht aufmachen. Dann machen wir 11.000 Verlust pro Pack. So, komm, jetzt aber mal. Es muss doch mal was Gutes drin sein, Leute. Und da kommt das Pack. Und 85, 83, 86. Camillary ist gar nicht verkehrt, aber, ne, kriegen wir mal 1000 für. Und da haben wir einen Backström. Ob das der Bruder ist von unserem Backström? Könnte ich mir fast vorstellen, wa? Fiddler, den sehen wir jetzt auch immer häufiger. Was haben wir hier hinten noch? Torhüter plus 5 alle, na immerhin. Das war's dann auch schon wieder. Alter, ich muss schon wieder verkaufen. Boah. Meine Güte, man braucht unbedingt einen größeren Tauschstapel. Na gut, Leute, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, weiter geht's. Jetzt brauchen wir aber mal ein bisschen Glück, Leute. Ein bisschen Glück. Uiuiuiui, wir nähern uns dem Ende. Kohle für 3-4 Packs haben wir noch. Und in diesem Pack sind 500 Münzen, 88er linker Flügel, 85er linker Verteidiger und das war's dann auch schon wieder. Steen ist gar nicht verkehrt, aber tja, nicht so ganz das, was ich suche. Wow. Den kriegen wir immerhin verkauft. San Jose, Teamwechsel, alles klar. Und halt wieder die Verträge, wa? Meine Güte, du. Boah. So, komm. Und den Rest verkaufen wir schnell. So. Der Stanley Cup läuft ja momentan auch noch. Tampa Bay hat den Einzug ins Finale geschafft. Wer von Anaheim oder Chicago ins Finale kommt, wird heute Nacht ausgespielt. Ihr wisst es zu diesem Zeitpunkt natürlich schon. Ich nehme halt einen Ticken im Voraus auf. Ich bin gespannt. Ich drücke Chicago die Daumen. Und dann würde ich mich auf eine spannende Finalserie zwischen Tampa Bay und Chicago freuen. Das wäre schon ganz schön geil. Und Duchene, 90er Center. Nice. Den habe ich erst gar nicht gesehen. Okay. Okay.
Okay, 60.000. Damit kann man arbeiten. Ich werde ihn erstmal in den aktiven Kader setzen, weil ich nicht weiß, ob ich ihn vielleicht sogar einsetzen möchte. Obwohl, warte mal, kann man ja direkt einmal kurz vergleichen. Jill Moore. Besser, gleich gut, ticken schlechter, schlechter. Ja. Modano kommt da auch nicht dran. Wobei mich Modano momentan echt noch nicht überzeugt, ne? Kopitar. Da ist er besser, da ist er besser, da ist er ein Ticken schlechter. Oh. Okay. Ja, mit Lemieux brauchen wir ihn, glaube ich, gar nicht zu vergleichen. Ja, mit Malo kann man ihn aber gut vergleichen. Oder dann Richards. Boah, nehmen wir die 60.000 Münzen, die wir für Duchin bekommen würden, oder setzen wir ihn ein? Ich glaube, wir setzen ihn ein. Richards kann dann auf den Tauschstapel wandern. Den kriegen wir bestimmt noch irgendwie verkauft. Cogliano geht für 1.000 weg, aber ne. So, was haben wir hier für einen Teamwechsel? Pittsburgh. Alles klar, der geht gut weg. Carolina nehmen wir natürlich auch mit. Und dann kommen noch ein paar Verträge wieder auf den Tauschstapel. Da ich aber nicht sofort wieder verkaufen möchte, verkaufe ich den Rest jetzt schnell. Damit wir jetzt noch ein, zwei Packs aufmachen können, bevor ich wieder verkaufen muss. Also Duchin, ja, nice. Endlich mal was Gutes. 90er Center ist nie verkehrt. Andererseits brauchen wir ihn. Ich muss nochmal vergleichen zwischen ihm und Kopitar. Weil zwischen den beiden wird sich das entscheiden. Der Rest meiner Center ist zu gut. So, und das nächste Pack. Haben wir jetzt nochmal wieder Glück? Sind wir auf der Erfolgsspur? 86er Verteidiger? Nein, sind wir nicht. Ja, 102.000. Wenn der durchschnittlich so dafür weggeht, dann nehme ich ihn, ne? Linker Flügel auf rechter Flügel ist nice. Und den Rest verkaufen wir schnell. Und ich glaube, da kommen wir dann jetzt auch schon zu unserem letzten Pack, Leute. Ich glaube, da kommen wir jetzt zu unserem letzten. Obwohl, ja, müssen wir gucken. So, eventuell ist das hier unser letztes Pack in der NHL 15. Wird uns EA da noch belohnen? Kriegen wir da noch geilen Shit? Ich werde nicht hingucken. Ich lasse mich überraschen. Da kommt das Pack. Und ich öffne jetzt die Augen. Wow. Wow. Ja, also nein. Wow. Wow. Fiddler, meine Güte. Ja. Das ist ein ganz schönes Scheißpack. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Wir brauchen 1.500 für ein weiteres Pack. Ah, so, ich nehme euch mal kurz mit hier. Alter Schwede, du Leute. Also gut laufen tut's heute nicht. Was die Packs angeht. Duchin war natürlich nice. Der Man of the Match wäre nice gewesen, wenn er besser gewesen wäre. Jo, Richards kriegen wir ja sogar noch was für.
auch ein Witz wie wenig, nur noch. So, Pittsburgh. Machen wir mal 2100, mal sehen, ob das jemand nimmt. Carolina ist nicht so beliebt. Verkaufen für 1300. Den Vertrag werden wir für 950 los. Ach ja. Jetzt dürfte mir doch wieder ein bisschen beim Verkaufen zusehen. Das sind halt vielleicht unsere letzten gemeinsamen Minuten bei den Pack-Openings von NHL 15. Da kam... Was? Oh, die habe ich dann versehentlich dem Tauschstapel hinzugefügt. Oh Gott. Und unser Ziel haben wir natürlich nicht erreicht. Kevin Clark hatten wir nicht im Pack. Ärgerlich. So, und Steen verkaufen wir auch noch. Ob für 1400 gut ist. Und jetzt sollten wir bestimmt schon, ja, 18.200 Münzen. Alles klar. Das reicht für unser Pack. Ich war anfangs am Überlegen, ob ich mir nicht zum Schluss ein paar Münzen aufspare, falls ich halt mein Kevin Clark nicht ziehen sollte, weil man kann ihn für ungefähr 16.000 kaufen. Aber nein. Wir machen jetzt noch ein Pack auf. Leute, drückt mir die Daumen. Dies wird das finale Pack in FIFA, in NHL 15 sein. Dann sehen wir uns echt erst zu NHL 16 wieder, zu einem Pack-Opening. Von daher, drückt mir die Daumen. Lasst da was Geiles drin sein. EA, wenn nicht, kannst du mich mal. Und wir kriegen... Bullshit. Fiddler schon wieder. Sag mal, wie häufig ist ein Fiddler drin? Genauso wie Iwanski. Das ist ja... Boah. Da wird man ja bald Akro bei. Bata, ja. Iwanski, Fiddler. Die Karte ist geil. Aber ansonsten ist es ein ganz schönes Dreckspack. Meine Güte, kann ja nicht wahr sein, ey. Was wir für ein Pech hier haben. Rest kann weg. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. 5700 Münzen haben wir jetzt. Damit hat das Pack-Opening tatsächlich sein Ende erreicht. Ärgert mich. Team des Jahres. Liga DL. Team Hamburg. Kevin Clark für 17.500 oder 14.000 sofort, also mitbieten. Na, leider ist er echt nicht sonderlich hoch eingestuft. Hätte er noch ein bisschen bessere Stats, wäre da richtig geil. 86 Skating, 84 Schuss, 80 Handling. Da muss man mal gucken. So, warte mal. Einmal mal gucken, was momentan noch so für Team des Jahres Spieler verkauft werden. Jaromir Jagr. Bouchard. Ja. Ja, das sind die momentan Team of the Year Spieler. Steven Reimprecht war da auch mit bei. Der ist sogar gar nicht mal so verkehrt. Hat nette Werte. Und ein weiterer Deutscher war noch mit dabei. Einer aus der DEL, so rum. Nämlich Regier. Den finde ich jetzt gerade aber nicht. Na, hier haben wir Boomer. Ja. Gut. Oh Mann, oh Mann. So, die Verbrauchsobjektkarten wollen noch nicht so wirklich weggehen. Schade. Aber gut, Leute. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr mich auch morgen wieder mit eurer Anwesenheit bei dem finalen Spiel von Division 1, vielleicht die finalen Spiele von Division 1 beistehen würdet. Wir haben halt, wie gesagt, noch zwei Spiele, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wir schauen mal kurz. Ja, zwei Spiele, um 4 Punkte zu holen. Heißt, wenn wir morgen verlieren, dann ist Ende im Gelände. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich bei diesem Spiel begleitet. Ich werde vermutlich upragen, wenn wir verlieren, aber das kennt ihr ja schon nicht anders. Ich danke euch jetzt vielmals fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis die Tage. Ciao!